Wie geht's dir heute? Ja, das freut mich wirklich sehr. Du gönnst dir ja dieses Jahr zum Muttertag etwas ganz Besonderes. Du gönnst dir jetzt Entspannung, eine kleine Auszeit, so ein bisschen Seele baumeln lassen. Das freut mich wirklich sehr, dass du da heute an diesem besonderen Tag zu mir gekommen bist. Ich würde sagen, wir starten damit, dass du es dir erstmal ganz bequem machst. Hinter dir sind ganz, ganz viele weiche Kissen. Also mach es dir bequem. Schau, dass du richtig gut sitzt oder auch gerne liegst, wenn du magst. Und dann habe ich hier meinen Diffuser. Und den würde ich jetzt gerne anmachen, wenn du magst. Ich habe auch schon einen Duft ausgewählt. Und zwar dachte ich, wir nehmen heute Geranium, weil Geranium für Liebe steht, für Liebe und Vertrauen. Und ich glaube, das passt heute ganz gut. Nutze ich selber gerade auch so gerne. Und das mache ich jetzt mal an. Geben. So. Super. Riechst du es schon? Ist ganz, 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 ganz toll, ne? Ganz blumig. Ich finde auch sehr weiblich. Ich mag das sehr gerne. Dann sag mir doch gerne, was du trinken magst. Ich könnte dir anbieten, ein Tee, wenn du magst. Guck mal, ich habe hier so süße Tassen. Verschiedene Sorten. Kannst du dir auch gerne was aussuchen. Heute geht es nur um dich. Also 15 Minuten abschalten von deinem Mama-Alltag. Ich kann dir aber auch, wenn du keinen Tee magst, ich habe hier auch so Wasser vorbereitet. Das ist eine ganz normale Glaskaraffe und du siehst schon hier unten sind zwei Heilsteine drin. Die haben das Wasser also ganz besonders gemacht, ganz toll für uns energetisiert. Und zwar habe ich die Heilsteine für das Nabelchakra ausgewählt, für unsere Sonne im Körper, die uns Energie schenkt und die uns auch hilft, unsere Ziele umzusetzen. Du magst gerne mal das Wasser probieren. Super, super gerne. Man schmeckt sogar, finde ich, tatsächlich den Unterschied. Das ist ja im Grunde normales Leitungswasser und ich mag gar kein Leitungswasser, überhaupt nicht. Aber durch die Heilsteine bekommt das einen ganz, ganz tollen Geschmack. Okay. Und dann, wenn wir gerade noch bei den Heilsteinen sind, such dir doch für unsere Sitzung jetzt deinen eigenen Heilstein aus. Den kannst du dann in der Hand halten, als Handschmeichler. Guck mal, das hier sind ein paar von meinen Heilsteinen. Und ich leg dir mal hier ein paar hin. Und du schaust dann mal, welcher dich vielleicht besonders anspricht.
Also entscheid wirklich ganz intuitiv. Der hier, ja, das ist der fürs Herzchakra. Da kannst du jetzt überlegen, entweder du nimmst ihn so in die Hand, wirst du auch gleich merken, dass der ganz warm wird, so als Handschmeichler. Oder du kannst den auch, du liegst jetzt so schön, dir den hier wirklich aufs Herzchakra auflegen. Du nimmst dir eigentlich sehr wenig Zeit für dich. Ja. Und du hattest auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dir das hier heute zu gönnen. Ich kann das voll gut verstehen. Weißt du, unser Tag als Mama, der ist halt einfach so vollgepackt. Und wir denken dann immer, ja, dann spare ich halt an der Zeit für mich. Und wenn man sich dann doch eine Auszeit nimmt, dann hat man halt immer im Hinterkopf, was man in der Zeit hätte alles noch erledigen können. Oder was die anderen denken. Wie, du bist jetzt weg und du hast dir selbst was zum Muttertag gegönnt und du nimmst dir jetzt eine Auszeit. Ich verstehe das voll gut, weißt du, ich war früher auch so. Und ich habe es am Anfang gar nicht bemerkt, dass ich mir eben keine Zeit für mich nehme. Beziehungsweise dann diese freien Zeiten, die ich hatte, genutzt habe, um zu putzen. Deswegen finde ich es umso toller, dass du jetzt hier heute bei mir bist und dir wirklich mal diese Auszeit nimmst, die Seele baumeln lässt, was für dich tust, weil ja genau, wie soll sich was verändern, wenn du tatsächlich nichts veränderst? Du wachst nicht einfach morgens auf und der Stress ist weniger oder du fühlst dich plötzlich besser. Ja. Ja, da muss man wirklich aktiv was verändern, aktiv was dafür tun, dass einem besser geht, dass man sich aktiv entspannt, dass man an sich arbeitet. Genau, ja, voll schön. Und deswegen bist du ja heute auch hier, weil das so der erste Schritt ist. Genau. Wie gefällt es dir bisher? Ist so schön ruhig. Genau. Okay. Guck mal, ich habe hier auch noch eine Decke. Ja, wenn dir das zu kalt ist oder du dir das noch über die Füße legen magst. Guck mal, probier mal aus. Okay. Und was wir jetzt gleich tun werden, ist, dass du dich noch ein bisschen mehr entspannen kannst. Und ich werde ein paar Affirmationen für dich sprechen. Davon hast du schon mal gehört. Genau, also Affirmationen, das sind positiv gesprochene Sätze. Und ich nutze Ich-Bin-Affirmationen jetzt gleich für dich, weil die einfach noch stärker sind. Und damit beeinflussen wir jetzt so ein bisschen dein Unterbewusstsein. Und wenn du dann später gehst, gebe ich dir auch eine kleine Audiodatei mit, wo diese Affirmationen nochmal drauf sind. Genau, dann kannst du dir mehrmals die Woche die Affirmation anhören, so wie es für dich passt. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr wirkungsvoll. Ich werde die Affirmation dreimal sprechen. Drei ist so eine magische Zahl. Das Ganze noch ein bisschen mehr für dich zu verstärken. Ich werde jetzt einmal noch ein paar Hintergrundgeräusche für uns einstellen. Warte. So. Genau. Von diesen schönen Naturgeräuschen werden wir uns jetzt noch ein bisschen begleiten lassen. Und dann gucken wir mal, riech nochmal das Geranium. Trink gerne nochmal einen Schluck Wasser. Genau, den Heilstein hast du dir schon schön platziert. Du musst jetzt nichts tun. Du musst jetzt nichts leisten. Du kannst unglaublich stolz auf dich sein, dir jetzt hier diese Auszeit genommen zu haben. Dir
dieses Jahr zum Muttertag selbst etwas gegönnt zu haben, dich zu belohnen für all das, was du als Mama jeden Tag leistest. Ich finde das unglaublich stark. Und atme jetzt mal ganz, ganz tief in den Bauch ein. Halte die Luft kurz an. Und atme lang wieder aus. Lass deinen Atem ganz normal fließen. Sollten Gedanken kommen, dann halte nicht an ihnen fest. Lasse sie einfach wie Wolken vorüberziehen. Konzentriere dich dann einfach wieder auf die wunderschönen Naturgeräusche und meine Stimme. Und wir lassen jetzt eine Welle der Entspannung durch deinen Körper fließen. Diese Welle der Entspannung startet an deiner Stirn. Stell dir vor, wie eine Welle der Entspannung über deine Stirn fließt, über deine Augen, über deine Wangen und über deinen Kiefer. Und so entspannt sich dein ganzes Gesicht. Lass die Welle der Entspannung deinen Hals hinunterfließen, über deinen Nacken, in deine Schultern und von dort in beide Arme bis in die Fingerspitzen. Ja. Dann lass die Welle der Entspannung über deinen oberen Rücken fließen, in deinen unteren Rücken hinein. Und die Welle der Entspannung fließt nun durch deinen Oberkörper, in deinen Unterkörper. Und alle deine Organe können sich jetzt entspannen. Die Welle der Entspannung fließt weiter über deine Hüften, in deine Oberschenkel, deine Unterschenkel, bis in deine Füße. Und du bist nun ganz entspannt. Von Kopf bis Fuß. Lausche nun einfach meinen Worten und den positiven Affirmationen, ohne sie zu bewerten. Ich bin liebenswert. Ich bin wertvoll. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich vertraue mir selbst. Ich achte auf mich und beginne die Veränderung bei mir selbst. Ich bin gut genug. Ich bin stark. Ich bin voller Energie. In mir herrscht Frieden. Ich fühle mich stark und gut. Ich erlaube mir, loszulassen. Ich darf glücklich sein. Ich bin bereit, mein Leben zu ändern. Ich finde mein Glück, denn ich entscheide mich jetzt dafür, glücklich zu sein. Ich bin liebenswert. Ich bin wertvoll.
Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich vertraue mir selbst. Ich achte auf mich und beginne die Veränderung bei mir. Ich bin gut genug. Ich bin stark. Ich bin voller Energie. In mir herrscht Frieden. Ich fühle mich stark und gut. Ich erlaube mir loszulassen. Ich darf glücklich sein. Ich bin bereit, mein Leben zu ändern. Ich finde mein Glück, denn ich entscheide mich jetzt dafür, glücklich zu sein. Ich bin liebenswert. Ich bin wertvoll. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich vertraue mir selbst. Ich achte auf mich und beginne die Veränderung bei mir. Ich bin gut genug. Ich bin stark. Ich bin voller Energie. In mir herrscht Frieden. Ich fühle mich stark und gut. Ich erlaube mir loszulassen. Ich darf glücklich sein. Ich bin bereit, mein Leben zu ändern. Ich finde mein Glück. Denn ich entscheide mich jetzt dafür, glücklich zu sein. Lass diese Affirmation jetzt noch ein bisschen nachwirken. Lass die Augen ruhig noch ein wenig geschlossen. Ruh dich aus und entspann dich. Genieße das Gefühl der Entspannung und der Leichtigkeit in deinem Körper. Ich lasse dir auch die Naturgeräusche noch ein wenig an. Und ich bedanke mich, dass du heute hier warst, dass du dir diese Auszeit gegönnt hast. Aus unserem Telefonat weiß ich ja schon, dass das nur der erste Schritt für dich war und dass du jetzt weitergehen möchtest. Und wie ich dir schon verraten hatte, habe auch ich noch ein kleines Muttertagsgeschenk für dich. Ich lege dir hier neben deinen Platz ein Kärtchen. Darauf findest du einen Gutscheincode. Den kannst du in den nächsten 48 Stunden in meinem Online-Shop einlösen. Für einen Online-Kurs deiner Wahl. Vielleicht möchtest du meinen großen Online-Kurs stark statt gestresst als Mama und Frau machen. Vielleicht möchtest du beginnen zu meditieren und wählst einen der Meditationskurse aus. Oder du startest mit einem meiner 4 Audiokurse, die es auch alle 4 im Bundle gibt, wenn du den Gutscheincode richtig ausnutzen möchtest. Für euch anderen, die jetzt dieses Video sehen, befindet sich der Gutscheincode und alle Informationen zur Aktion in der Infobox des Videos. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Muttertag und bis bald.